Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Sylvar. Wir sind auf dem Weg zum Turm. Ich bin gar nicht sicher. Geht's hier lang? Ach, hier kommen wir hier lang. Dann gehen wir da hoch. Dann sind wir fast da. Okay, das passt. Ich weiß schon in etwa, was passieren wird, da ich schon eine Aufnahme gemacht habe. Aber dann habe ich so grenzenlos Mist gebaut, dass ich nochmal neu angefangen habe und eine neue Folge gemacht habe. Aber viel ist nicht passiert. So, jetzt sind wir auf jeden Fall beim Turm und den können wir gleich mal öffnen. So. Hier haben wir noch ein paar Goblins, die eigentlich relativ ungefährlich sind. Gerade mache ich es mal so. Aber immer ein bisschen Geld liegen lassen. Nicht viel, aber ich denke, die kommen auch immer wieder. Ich denke, da könnte man sich, wenn man mal Geld braucht, ein bisschen was holen. Ah ja, hier ist der Zauberer. Mein Name ist David. Bitte entschuldigt mein Eindringen, aber... Wow. Was ist euer Anliegen, Fremder? Ich habe euch nicht hereingebeten und betrachte euch daher als feindselig. Wartet. Ich komme mit ehrenwerten Absichten. Ihr habt mein Wort darauf. Wie kann ich etwas auf das Wort eines Eindringlings und potenziellen Diebes geben? Ich bin kein Dieb. Und das magische Horn, welches mir das Orakel gab, gewährte mir Einlass. Das Orakel kennt eure Abneigung gegen Besucher, aber es hielt es unter diesen besonderen Umständen für notwendig, dass ich euch aufsuche. Ich weiß von des Orakels Fähigkeit der Vorhersehung. Sprecht, um welche Umstände handelt es sich? Sylvar beabsichtigt, sich mit der finsteren Macht des Gottes Apokalypse zu verbünden. Wir brauchen die 8 magischen Kugeln, um ihm Einhalt zu gebieten. Ich habe dieses Unheil seit vielen Jahren kommen sehen. Nehmt diese Kugel in eure Obhut. Ich vertraue darauf, dass ihr sie weise einsetzen werdet. Und bitte, haltet sie von den Klauen der Finsternis fern. Sehr schön. Eigentlich war damit zu rechnen gewesen, dass es doch ein bisschen schwieriger wäre. Die nehmen wir doch gleich. Bevor ihr mich wieder meiner Einsamkeit überlasst, seht in die Truhe. Ich habe in meinem sterblichen Leben viele Dinge gesammelt, die ihr vielleicht gebrauchen könntet. Ab jetzt könnten wir Feuer werken. Das ist sehr schön. Ob wir schlussendlich auf Feuer gehen oder lieber Dings machen, habe ich noch keine Ahnung. Reden wir erstmal nochmal mit dem. Othias, könnt ihr mir irgendetwas über die anderen magischen Kugeln sagen? Einige gingen verloren. Andere wurden entweder gestohlen oder verkauft. Aber ich fürchte, ich kann euch nicht sagen, wo sie abgeblieben sind. Das ist natürlich nicht so gut. Dann schauen wir noch in die Truhe rein. Da haben wir ein weiteres Breitschwert. Ein Sensemann, das ist eine neue Fähigkeit, wie das hier. Ein Schutztrank und ein Schlüssel, zu dem ich nicht weiß, wozu der gehört. Das verschlossene Tor in Rain hat einen anderen Schlüssel gebraucht. Gut, das war's auch schon von hier. Was ich jetzt als nächstes machen würde, ist in die Kaserne zu gehen hier, weil da konnte man, glaube ich, sich ein paar Sachen kaufen. So, und es sieht doch schon ein bisschen anders aus. Da haben wir jemanden. Was? Der ist ein Gegner. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich vermute, ihr benötigt weitere Vorräte. Yep. Hier können wir uns diese Wurfmesser kaufen oder die Pfeile. Die Pfeile sind besser, aber auch ein bisschen teurer.
So, 74 Pfeile. Ich glaube, das sollte erstmal langen. Erfreut euch eurer Einkäufe und empfehlt mich euren Freunden weiter. Ja, das werden wir doch machen. Schon so schnell wieder zurück? Vielleicht sollte ich meine Preise erhöhen. Verzeihung, wollt ihr meine Warenliste sehen? Preise erhöhen ist keine gute Idee. So, was holen wir? Wir nehmen ein paar Käse. Ein Brot? Machen wir auf 5 hoch. Karotte 7, das passt, glaube ich. Ich würde sagen, so lassen wir es erstmal, damit dürften wir gute Wahl erstmal ausgerüstet sein. So, und jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir als nächstes hin müssen. Wir könnten natürlich Davids Haus gehen, aber die Viecher sind einfach noch zu schwierig, finde ich jedenfalls. Oder ich stelle mich einfach zu blöd an. Ich hätte gesagt, wir gehen ins Rebellenlager und dann gab's hier, glaube ich, eh noch ein paar Orte, wo wir vorher nicht hin konnten, wo wir jetzt hingehen könnten. Das will ich mal ausprobieren, ob da vielleicht der richtige Weg ist. So, hier sind wir. Mit ihnen können wir reden. Das machen wir doch gleich mal. Warum verschwendet ihr hier noch Zeit, wenn unsere Aufgabenverteilung bereits feststeht? Macht euch auf den Weg, schnell! Ich werde Silber in Schach halten, während ihr nach den magischen Kugeln sucht. Ja, nett. Ne, hier können wir jedenfalls nichts machen anscheinend. Dann geht's auch noch weiter. Waren wir da hinten schon? Ich weiß es gar nicht. Ob wir da hinten drin schon waren. Jedenfalls können wir da reingehen. Okay. Ich hoffe, der Gegner ist nicht zu stark. Das sieht doch ganz gut aus. Das Feuer ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das können wir nicht mehr mitnehmen. Dann essen wir mal einen. Das schadet eh nicht. So. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ich hoffe, diese Gegend ist nicht so schwierig wie... Ui. Also das ist ja mal hübsch. Ja. Okay, die Gegner sind hier noch nicht allzu schwierig. Sie fliegen nur. Oh, wo sind wir denn? Oh, was sind denn das für welche? Irgendwie komme ich nicht an den Dinger ran. Und sie anscheinend auch nicht. Sie verschwendet nur ziemlich viele Pfeile. So. Das war erledigt. Okay, die sind wirklich nicht allzu schwierig. Bisher jedenfalls. Na? Okay, geh doch. Und da unten haben wir eine Kiste. Was haben wir denn drin? Ein Langbogen und Pfeile. Der Langbogen ist wahrscheinlich besser als das, was wir jetzt haben, oder? Langbogen. Ja, wir haben noch einen Kurzbogen. Klasse. Dann wollen wir doch gleich einmal
sie mit einem besseren Bogen ausrüsten. Geht sonst noch irgendwo hin? Ne, sieht irgendwie nicht aus. Danach. Ne, ich sehe hier mal nichts. Ein Messer. Ach doch, da kommen wir ja hin. Wo kommt der her? Geht da unten lang? Nee, also da geht's nirgends mehr hin anscheinend. Doch, da hoch geht's. Ah, ich verstehe. Messer kommt mit. Aber ich sollte unbedingt was essen. Naja. Sag mal das. Das. Vielleicht noch einen zweiten Apfel. Okay. Aber trotzdem scheint es hier nirgends mehr wo irgendwo hin lang zu gehen. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zurück. Was groß anderes gefunden habe ich leider ja nicht. Und hier geht es ja anscheinend auch nirgends hin. Nun gut, dann mal zurück zum Lager. Und dann schauen wir mal, wo wir noch weiter hingehen können. Zumindest haben wir jetzt mal eine bessere Waffe. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Da geht's lang. Ich glaube, da ging's ja zum Orakelturm. Da ging's hoch. Und da geht's auch runter. Wo geht's da hin? Ah, hier geht's nur zu dieser Seite rein. Okay, verstehe. Dann wieder raus. Weil da wollen wir jetzt nicht unbedingt hin. Aber hier geht's weiter. Waren wir da nicht schon? Nee, das muss ein zweites Tor gewesen sein. Oh. Was sind wir jetzt hier? Oh. Ja. Aber ich glaube, hier könnte wahrscheinlich das Feuerzauber relativ hilfreich sein. Ich darf es noch nicht so übertreiben mit dem Dings. Ja. Und hier braucht man den Schlüssel. Da ist er. Hier geht's also wirklich weiter, wo wir hin müssen. Der Wirtshaus könnte man zwar auch gehen, aber ich glaube, die sind mir noch echt zu schwierig. Das werde ich vielleicht mal probieren, nachdem wir mal gespeichert haben, ob das klappt oder nicht. So. Da hoch geht's nirgends anscheinend und da runter. Da ist eigentlich auch nichts mehr. Achso, und jetzt kommen wir wahrscheinlich nur hier durch. Okay, ich verstehe. Doch, dieser Feuerzauber macht wirklich was her hier. Hier runter oder da hoch? Oder ist es egal? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal hier runter. Das wäre anscheinend ziemlich egal gewesen. Ein genietetes Schild. Das dürfte ein bisschen besser sein als das, was wir hatten. Nehmen wir es mal. Okay. Oh, was? Das gab viel. Eine Streitaxt. Käse. Nochmal ein genietetes Schild. Und noch ein genietetes Schild. Sehr schön.
Ui, da geht's ja noch richtig wohin. Aber wir müssen erstmal hier runter, glaube ich. So, dann erledigen wir noch den hier. Sehr schön. Der Sensenmann ist auch wieder da und hier können wir speichern. Axt. Schaden sehen. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Probieren wir den mal aus. Bin mal gespannt, wie der sich auswirkt. So. Eigentlich sollte man speichern. Allerdings haben wir noch ein paar Minütchen Zeit. Sollen wir mal hoch oder zur Höhle gehen? Ist eine gute Frage. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht sterben, weil das wäre dann sehr ärgerlich. Eine geröstete Ratte. Wie? Lecker. Ja, ich hätte vielleicht nicht ganz so viel mit den Zaubern, Oh, die machen ja gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Okay. Wo geht's denn hier unten lang? Dings ist gar nicht mal so schlecht. War's das? Ja, gut. Nein, es war's nicht. Mist. Mann, so viele Gegner. Dann soll sie mal so eine geröstete Ratte essen. Die bringt viel. Und wir essen Käse. Okay, das sieht doch gut aus. So, dann nehmen wir das Gold mit. Apfel mit. Nochmal Gold. Käse. Und das hier. Sehr schön. Ja, das läuft doch schon viel besser als in der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe. So. Wow, 130 bringt die geröstete Ratte. Das ist mal viel. Das ist nicht schlecht. Hier wird's weitergehen. Da unten wird's nicht weitergehen. Ist halt die Frage. Ich will nicht, dass wir auf einmal jetzt, wenn wir jetzt weitergehen und dann kommen wir vielleicht auf irgendeine Weise zu einem riesigen Bossgegner, der noch zu schwer für uns ist. Das wäre extrem blöd. Vor allem, weil wir ja nicht gespeichert haben und ja, das ist ein bisschen blöd. Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge und ich speichere hier. Und danach können wir uns überlegen, was wir machen, ob wir weiter hier runtergehen oder ob wir tatsächlich nochmal kurz zu Davids Haus gehen und da nochmal probieren mit den neuen Waffen. Oder aber die Höhle hier weitergehen oder hier oben weitergehen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben gerade sehr, sehr viele Wege, wo wir noch weitergehen können. Und ich erinnere mich, glaube ich, auch auf der anderen Insel gab es, glaube ich, auch noch irgendwelche Wege, wo vorher noch gesperrt waren, wo man vielleicht mal vorbeischauen könnte. Also, wir haben noch sehr, sehr viel zu erkunden und sehr viel zu machen. Aber wir brauchen ja auch 8 Kugeln und wir haben ja auch erst, 3. Nee, was sage ich? 3. Eine Kugel. Ich will ganz kurz mal schauen. Haben wir da irgendwas? Ja, genau. Hier, wir sind bei Winter hier. Wir haben dadurch jetzt neue Sachen gekriegt, wo wir hingehen können. Das heißt, hier geht's noch hin. Hier müssen wir irgendwo noch hingehen können. Da waren wir ja schon. Spires müssen wir wahrscheinlich irgendwo hingehen können.
Metalon, wobei das sieht aus, wie wenn es das letzte Gebiet wäre. Und das war's dann. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und schauen uns bei der nächsten Folge ein wenig weiter um. Wo wir dann hingehen, hoch, Höhle oder doch Davids Haus, das wird sich dann zeigen. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!